Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu I am the one, the one. Okay, ich glaube, das ist schon out. Okay. Wir spielen heute Try Jump und ich habe heute ein relativ wichtiges Thema dabei, wenn nicht sogar ein sehr wichtiges Thema dabei. Und zwar geht es heute so ein bisschen um die Zukunft meines Kanals. Ich spiele Try Jump, weil ich einfach schon seit, ich glaube, 2 Stunden dran sitze, versuche das Video aufzunehmen, aber ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich die Message falsch rüberbringe und dass ihr vielleicht die Message falsch versteht. Und weil mir das Video so ultra wichtig ist, versuche ich es schon so ewig aufzunehmen, Leute. Denn bevor ich jetzt zum Thema komme, möchte ich mich einfach mal bei euch bedanken, Leute. Ich mache das echt viel zu wenig, ist mir aufgefallen. Ich habe letztens ja ein Video mit Noah gemacht, wo wir auch uns so ein bisschen bedankt haben bei euch, weil, ja, es ist so krass, was wir jetzt in den 2 Jahren erreicht haben oder beziehungsweise letztes Jahr erreicht haben. Es ist einfach krank, Leute. Und dafür muss ich echt einfach mal Danke sagen. Ich bin zwar ultra schlecht so im mich bedanken, weil ich weiß es selber nicht, wieso, weil ich einfach zu dumm bin oder so, keine Ahnung. Aber ihr müsst wissen, es kommt wirklich von Herzen und mir ist jeder einzelne von euch wichtig. Ne? Ich sag zwar immer Leute in den Videos und yo, meine Community und so, aber mir ist wirklich jeder einzelne wichtig von euch. Und deswegen danke schon an dich, Paul, Kevin, Tim, Franziska, Jacqueline, Thorsten, wie ihr auch immer heißt, Leute, ihr seid mir alle sehr wichtig und deswegen fettes Dankeschön, dass ihr meinen Kanal so unterstützt, dass ihr jedes Video von mir schaut und dass ihr einfach so aktiv dabei seid. Es gibt zwar jetzt bestimmt Leute, die schreiben, Fix, du hast 80.000 Abonnenten und du hast 10.000 Views, aktiv, bla bla, was laberst du? Ich bin ultra zufrieden damit und ja, ich kann nicht mehr als Dankeschön sagen, Leute. Und es leckt gerade ein bisschen, deswegen muss ich ganz kurz einen Cut machen. Ja, wie gesagt, Leute, Dankeschön, dass ihr da seid. Ihr seid einfach die krasseste Community überhaupt. Ich weiß nicht, ich habe euch so ultra viel zu verdanken. Und ich bin echt froh, dass ihr da seid. Und ja, ich kann nicht mal als Dankeschön sagen. Und ich hoffe, so die Message ist bei euch angekommen. Ich gebe mir so ultra viel Mühe. Ich hoffe immer, ihr seht es in den Videos. Ich hoffe, ihr habt da richtig viel Spaß dran. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr an den aufwendigen Videos seht, wie dankbar ich euch bin. Und ja, ich muss einfach nur Danke sagen, Leute. Aber bevor wir jetzt irgendwie 5 Jahre lang rumlabern, würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema. Und zwar, das Thema ist ja die Zukunft von meinem Kanal. Ja, und zwar geht es heute so ein bisschen, wie wird sich mein Kanal weiterentwickeln. Ich versuche ja immer so meinen Kanal ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich versuche ja auch immer meine Qualität zu verbessern. Und jetzt zum Jahresanfang habe ich mir überlegt, so, Fix, du bist jetzt seit 2 Jahren dabei und du bist ein Opfer. genau so habe ich mir das gedacht. Denn ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei und ich versuche seit 2 Jahren auch andere Spiele auf meinem Kanal zu bringen und nicht nur Minecraft auf meinem Kanal zu bringen. Minecraft ist natürlich ein mega cooles Spiel, es macht mir ultra viel Spaß zu Let's Playen und wir haben auch ultra viel Spaß schon in Minecraft gehabt gemeinsam, also meine Community, ihr, ich und ich mit anderen Leuten auch und so. Aber ja, irgendwie, ich versuche schon immer andere Games auf meinen Kanal zu bringen, weil ich habe natürlich auch Spaß an anderen Spielen. Und wieso solltet ihr nicht auch Spaß dran haben, wenn ich Spaß habe an anderen Spielen? Zum Beispiel in GTA habe ich jetzt so in letzter Zeit aktiver versucht, auf meinem Kanal zu bringen, aber ich krieg's einfach nicht gebacken. Und dann habe ich mir überlegt, so, yo, Fix, wie schaut's aus? Mach dir doch jetzt mal einen Upload-Plan. Weil ich habe mir gedacht, so, vielleicht, es könnte natürlich auch nach hinten losgehen, aber wie wäre es mit einem Upload-Plan? Und ich will euch natürlich da mit einbeziehen, weil ihr seid meine Community, ihr seid der größte Teil dieses Kanals. Ihr sollt natürlich ein bisschen mitbestimmen. Ihr sollt natürlich auch ein Mitspracherecht haben, wenn ich Änderungen hier an dem Kanal vollziehe. Und zwar geht es darum, welche Games wir spielen und Alter, das gibt es nicht. Wieso komme ich nicht auf die Scheißla... Ah. Fuckblock, Mann! Ich raste aus, ey. okay, kurz aufgeregt. Ich weiß, die Jump'n'Runs machen mich so aggressiv. Ich könnte da so ausrasten, Leute. Egal. Genug ausgerastet. Als ob. Muss man gar nicht auf den scheiß Ding drauf? Wenn man da nicht drauf muss, ne? Ich raste komplett aus. Egal. scheiß drauf jetzt, Fix. Es geht ums Thema. Und zwar Upload-Plan. Ich will
verschiedene Games auch auf meinem Kanal jetzt integrieren. Ich habe auch Bock auf verschiedene Genres. Zum Beispiel will ich einen Tag machen, wo ich Horrorgames spiele. Ich habe mega Bock drauf, Horrorgames zu spielen. Ich habe seit gefühlt 10 Jahren keine Horrorgames mehr richtig gespielt. Ich bin auch ein bisschen schreckhaft. Ich glaube, ich scheiße mich da auch ein bisschen ein. Aber ich denke, genau das wird wahrscheinlich auch das Lustige sein, wenn ich Horrorgames spiele. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir auf jeden Fall auch mal Horrorgames in die Kommentare, die ich anzocken soll. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Tag in der Woche, wo wir so einen Horror-Day machen, wo ich einfach ein Horrorspiel anspiele. Falls es geil bei euch ankommt, falls ihr da mehr Bock drauf habt, dann werde ich das Horror-Game auch weiterführen. Falls nicht, probieren wir ein anderes Horror-Game aus oder so, dass wir einfach so einen Tag haben, wo es halt nur um Horror-Games geht. Vielleicht Freitag oder so, keine Ahnung. Ich habe natürlich auch mega Spaß dran an so Real-Life-Sachen wie zum Beispiel Frag Fix oder so. Und ich hätte auch mega Bock auf irgendwelche Challenges und ich würde auch gern meinen Sport vielleicht ein bisschen auf den Kanal hier integrieren. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich eventuell auch so einen Real-Life-Day, wo ich Real-Life-Videos mache, wo ich Challenges mit anderen YouTubern mache, falls ich die mal in Real-Life treffe, wo ich Challenges mit meinem Kumpel mache oder mit meiner Schwester oder so ein Zeug. Genau solche Dinge will ich an einem Tag machen und ja, das ist so meine Gedanken zurzeit. Dann will ich auf jeden Fall so einen 5-Arten-Tag machen vielleicht, einen Tag in der Woche ein 5-Arten-Video raushauen. Ist zwar mega aufwendig, vielleicht mache ich das auch nur alle 2 Wochen, vielleicht teile ich den 5-Arten-Tag mit irgendeinem anderen Video noch dazu. Ja, auf jeden Fall habe ich solche Ideen. Jetzt kommt es zum wichtigen Teil, Leute. Und zwar sollt ihr so ein bisschen mitbestimmen, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich will auf jeden Fall mindestens jeden 2. Tag Minecraft bringen, würde ich sagen. Auf jeden Fall will ich andere Games auch auf meinem Kanal bringen. Zum Beispiel will ich auch einen GTA 5-Tag machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es auch in die Kommentare rein. Also ihr müsst jetzt mir ganz viel Feedback in den Kommentaren geben. Ich will einen Overwatch-Tag machen. Wenn Overwatch gut bei euch ankommt, ich werde es probieren, ich werde schauen, wie es ihr findet, weil mir macht Overwatch persönlich sehr viel Spaß. Ich kenne auch viele Leute, die Overwatch spielen und dann kann man vielleicht auch so eine Overwatch-Gruppe machen oder so, wo man zusammen im Overwatch zockt, weil ich denke, das könnten auch ziemlich lustige Videos sein. Und mir geht es natürlich darum, dass ihr gut unterhalten werdet und das auch außerhalb von Minecraft, weil Minecraft ist nicht alles, Leute. Es ist zum Beispiel, ich kann die GTA 5 Videos nur empfehlen. Auch wenn ihr jetzt nur Minecraft spielt, schaut euch unbedingt mal so ein GTA 5 Video an von mir, weil ich persönlich, ich lache immer ultra hart beim Schnitt, weil ich einfach so viel Scheiße baue und so. Es ist einfach mega lustig und ich denke, es ist auch mega lustig anzuschauen. Und deswegen, falls ihr noch nie irgendwie ein GTA 5 Video von mir gesehen habt, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Schaut da mal rein. Deswegen will ich auch einen GTA 5 Tag machen, ich will einen Overwatch Tag machen und ich will einen Skywars-Tag machen, einen Minecraft-Tag. Und da brauche ich so ein bisschen euren Support, vielleicht auch einen Battlefield 1-Tag. Aber muss ich einfach mal schauen, nicht, dass wir zu viele Games auf einmal auf dem Kanal haben. Das könnte auch ein bisschen tricky werden. Aber ihr könnt ja mal euch Gedanken machen und in die Kommentare schreiben, so, yo, Fix, wie wär's denn damit? Wie wär's, wenn du einen Tag lang zum Beispiel Minecraft-Skywars-Challenges machst oder Minecraft-Skywars, so aufwendige Skywars-Video mit so, ihr wisst schon, keine Ahnung, MLGs und so ein Zeug. Weil ich kann mir vorstellen, dass das eventuell auch nice wäre, so als Tag, so als Special Day, aufwendige Skywars-Video-Special Day. Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Ihr seid ja nicht dumm. Und ja, das habe ich so ein bisschen geplant auf meinem Kanal. Vielleicht habt ihr da auch Bock drauf. Ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Ich werde hier wahrscheinlich verlieren. GG. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die Message von dem Video rüberbringen. Es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so aufwendig geschnitten sein. Aber ja, es ist mir einfach wichtig, dass die Message rübergekommen ist. Einfach, dass ihr wisst, dass ihr mir sehr wichtig seid. Das ist mir sehr wichtig. Deswegen nochmal Dankeschön, Leute, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Wenn zwar nicht alle bis hierhin geschaut haben, aber die Leute, die aktiv am Start sein, werden es bestimmt bis hier geschaut haben. Deswegen Dankeschön dafür, Leute. Und ja, schreibt mir Feedback in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich einen festen Upload-Plan mache, dass ich auch aktiver spiele oder beziehungsweise andere Spiele auf meinem Kanal bringen kann, so. Und dass ich mich da einfach ein bisschen strukturieren kann, weil dann habt ihr auch einen Plan, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das, weil jetzt ist ja mittlerweile nur noch so random, kommt das Video und dann kommt das Video und dann kommt das Video, so. Ihr habt überhaupt keinen Plan, was für Videos kommen. So könnt ihr euch ein bisschen drauf einstellen. Ich habe da sehr Bock drauf, deswegen haut mir
Vorschläge in die Kommentare, jetzt genug gelabert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Take 500 ist es. Und dann sage ich Dankeschön. Abonniert meinen Kanal und ich verlinke euch jetzt mal ein GTA 5 Video. Schaut da unbedingt mal rein. Es ist lustig. Ja, es ist lustig, Leute. Tschüss.